Hallo zusammen. Im Titel steht Kühlbox fürs Auto oder für einen Transporter. Wir haben hier unseren Transcooler 1540 und zwar nicht mit dem Aggregat hinten angehängt, sondern hier mit einem Top-Aggregat. Dieser Transcooler ist gebaut für die Fahrzeugklasse Iveco, Daily, Mercedes Sprinter, VW Crafter, also die großen Transporter. 3,5 Tonnen. Und bei der Seitentüre vom Transporter, da mache ich euch ein Video dann hier oben, kriegt ihr den auf der Seite rein. Ich habe hier auf der Seite im Endcap ein Video über ein Fiat. Da kostet der Fiat nicht mal so viel wie dieser Transcooler. Wir haben eine Länge inklusive Tür bis hier hinten von 1,67 Meter. Eine Breite von 1,14 Meter und eine Höhe bis hier oben von 1,50 Meter. Und hier im Grundmaß bringen wir Eurokisten rein. Wir haben also eine Breite von 1 Meter. Und so bringen wir im Grundmaß 5 Kisten rein, mal 5 Eurokisten hoch, sind 25 Kisten E2, das sind die 20 cm hohen Kisten. Diesen Katalog, den verlinke ich euch unten. Wir haben hier den Transcooler 1540, hier in einem Opel Vivaro. Hier ist er gebaut mit dem Kühlaggregat hinten dran. Von hinten sieht er dann so aus, das Kühlaggregat hinten angehängt. So kommen wir von der Seitentür rein. Und ihr seht hier beim 1540 haben wir eine Länge, Außenmaß, Breite, Tiefe von 2,10 Meter. Das ist mit dem Aggregat hinten dran, sonst kommt er hier nicht in das Fahrzeug rein. Und mit dem Aggregat obendrauf kriege ich ihn quer in eben ein Iveco Daily oder ähnliche Fahrzeug. Die Preise bleiben gleich. Dem 1540 normal, tiefkühl und mit Heizen. Und einfach hier mit dem Top-Aggregat. Wir haben optional hier ein Türkontakt, das der Lüfter innen drin abstellt, sobald wir die Türe aufmachen. Beim Tiefkühler ist dieser Schalter Standard. Wir haben hier ein bisschen Zubehör. Das ist ein gebrauchtes Netzgerät hier in der Werkstatt. Original ist es eingepackt. Das kommt hier auf diesen Stecker, 12 Volt, 16 Quadrat Kabel. Und vom Auto natürlich selbe, was dann hier auf diesen Stecker geht. Und so können wir in Wahlweise über 12 Volt im Auto oder 230 Volt betreiben. Weiter haben wir hier eine Fernsteuerung. Hier wird also Temperatur angezeigt. Kann die Temperatur einstellen. Wir haben hier 5 Meter Kabel dran, so kann ich die Fernsteuerung ins Fahrerhaus nehmen und ich sehe, was hinten drin für eine Temperatur herrscht. Das ist ein Gerät, was wir momentan nicht im Katalog drin haben. Den Katalog verlinke ich euch unten. Fragt nach den Transcooler 820 bis 1740, das ist dann noch die längere Version. Die geht nicht mehr in Iveco rein und in Sprinter.
mit dem Top-Aggregat. Aber ab nächstes Jahr wird dieses Aggregat vermutlich Standard sein, ist jetzt schon bestellbar. Das war's heute mit dem Transcooler 1540. Und ich sag's euch hier oben, den gleichen Transcooler in Miveco. Da habe ich einen in einem Fiat, bisschen älteres Baujahr, ich meine den Fiat. Dann den gleichen Transcooler mit dem Heckaggregat, zeige ich euch hier unten, und eine Übersicht über diese Transcooler. Ich wünsche euch einen schönen Tag.